Die ambitionierten Aufsteiger und die Suche nach dem Weg zurück in die Spur. Nur ein Punkt aus den letzten 5 Spielen, auch unter Norbert Meyer. Seit 3 Wochen im Amt wartet der KFC auf die Wende. 21 Minuten, nicht allzu viel los offensiv. Dann dieser Ballgewinn von Krempicki. Gutes Umschaltspiel. Beister, Pfosten. Braun zaudert nur einen Moment zu lange. Krempicki spielt dann den richtigen Pass. Aber auch Simon Scherder hat noch Aktien in dieser Aktion. Entschärft Beisters Schuss entscheidend. Ein Warmmacher. Der KFC jetzt mit deutlich breiterer Brust. Flanke, Kevin Großkreuz, der Weltmeister. Und da ist Osawe. Schulze Nihus mit der Parade. 33. Minute, wieder Uerdingen mit Osawe. Und Connor Krempicki, völlig frei, beste Position, nicht mal aufs Tor. Norbert Meyer, der Krempicki ja als Zehner sieht und der von der 9 mit der 0. Das Aufregerthema der letzten Wochen, Hand. Natürlich auch in Duisburg, Rot-Blau fordert hier Elfmeter, aber Heidemann spielt den Ball mit der Brust. Eine Minute später, andere Seite. Lucas Cueto gegen Lukimja und da war was mit Hand von Lukimja. Und zwar deutlich und aktiv und im 16er. Aber auch hier bleibt die Pfeife stumm. Klare Fehlentscheidung von Schiedsrichter Haselberger. Hier sind für mich alle Parameter eines strafbaren Handspiels erfüllt. Uerdingen mit großem Chancenplus im Westduell, aber hier hatte der inzwischen nur noch Tabellenfünfte großes Glück. Pause, Seitenwechsel und danach das gleiche Bild. Der KFC mit Chancen und ohne Tore. Endstation wieder Schulze Nihus, den Rest erledigen Rodriguez Pires und Menich mit Leidenschaft. Osawe, der da gut nach innen zieht. Zu schnell für Ole Kittner, aber nicht für den Keeper der Preußen. Das Star-Ensemble der dritten Liga funktioniert offensiv. Aber wenn man die Dinger vorne nicht macht, was kommt dann in der Fußballarithmetik? Oft treffen dann die anderen. Lucas Cueto hier dieses Mal nicht. Aber jetzt plötzlich Münster stärker. 3 gegen 5, Kobylanski aus 20 Metern vollert. Marco Antwerpen zufriedener. Die Körpersprache stimmt jetzt bei den Preußen. Und bei Norbert Meyer ziehen Sorgenfalten auf. Ein attraktives 0:0, aber der runde Kunststoff will einfach nicht ins Eckige. Nächstes Beispiel, Freistoß Pflücke. Und da fehlen Zentimeter. 76 Minuten da schon rum. Der Schlusspunkt gehört den Gästen. Der eingewechselte Müller unmittelbar vor dem Abpfiff. Auch vorbei. Münster kann mit dem Punkt gut leben. Uerdingen zwar mit Fortschritten, aber die Aufstiegsränge rücken immer weiter weg.